Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pure Power Panda. Heute zeige ich euch, wie ihr einen weihnachtlichen Winterlook schminkt. Dieser ist im Handumdrehen gemacht und ihr braucht dazu gar nicht so viele Produkte. Also legen wir los. Ich habe bereits Foundation und Concealer aufgetragen und meine Augenbrauen habe ich auch schon gemacht, weil das habe ich schon so oft in verschiedenen Videos gezeigt. Ich verlinke euch mal eins hier oben. Für den Frosty Winterlook habe ich zunächst eine dicke Schicht von dem NYX Jumbo Eye Pencil aufgetragen. Und zwar in der Farbe Milk, das ist die 604. Übrigens findet ihr alle Produktinformationen in der Infobox. Den solltet ihr möglichst dick auftragen, weil das ist dann nachher eine gute Base für das weitere Make-up. Der wird dann einfach mit dem Finger verblendet und ihr könnt auch ein bisschen im inneren Augenwinkel auftragen. Und anschließend ein bisschen auf der Wasserlinie und das wird dann auch nochmal mit einem Wattestäbchen verblendet, damit es einen weicheren Übergang hat. Anschließend trage ich auch wieder von der Marke NYX so ein Glitzerpuder auf. Das ist ein loses Puder, deswegen empfehle ich euch, dass ihr den Pinsel vorher ein bisschen mit Wasser befeuchtet, dann kleben die Partikel besser. Und das wird dann praktisch auf das Lid aufgepresst und leicht verteilt. So sieht das dann aus. Ich finde, es sieht wirklich ein bisschen aus, als hätte es auf meine Augenlider geschneit. Für diesen Look habe ich mich gegen einen harten Eyeliner entschieden und verwende stattdessen einfach einen Lidschatten in so einer burgunderroten Farbe mit etwas Glitzerpartikeln. Den Glitzer sieht man bei dieser Aufnahme jetzt zwar nicht. Ich finde, dass diese Farbe einfach einen viel weicheren Look gibt und sich einfach viel besser eignet als so ein dunkler schwarzer Eyeliner. Aber wenn ihr es anders mögt, könnt ihr natürlich auch einfach so einen Liquid Eyeliner verwenden. So sieht's aus. Ich finde, links habe ich es ein bisschen schlampig gemacht, aber ja. Anschließend werden die Wimpern ein bisschen gebogen, weil ich finde, bei dem Look sind natürlich die Wimpern sehr, sehr wichtig. Zum Tuschen könnt ihr natürlich jedes x-beliebige Mascara verwenden. Am schönsten wird es aber, glaube ich, mit einem Mascara, was die Wimpern optisch ein bisschen verlängert. Und anschließend konturiere ich mein Gesicht mit ein bisschen Bronzer. Ich finde, das gehört bei diesem Make-up dazu, weil ansonsten wirkt das ganze Gesicht durch das helle Augen-Make-up einfach ein bisschen zu flach. Dafür verzichte ich aber auf Highlighter auf den Wangenknochen, weil das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Dafür könnt ihr aber umso mehr beim Rouge auftragen und da würde ich richtig großflächig auftragen, damit es so einen natürlichen Look hat, wie wenn ihr gerade von draußen reingekommen seid. Ich trage immer noch ganz gern ein bisschen was auf der Nasenspitze auf, dann wirkt der ganze Übergang einfach natürlicher. Ja, und was die Lippenfarbe angeht, könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Ich habe zunächst mal so ein klassisches Rot aufgetragen, weil es passt ja eigentlich immer zur Weihnachtszeit. Aber persönlich mag ich eigentlich lieber hellere Lippen und deswegen habe ich mich für so einen neutralen Lipgloss entschieden, der auch sehr gut zu diesem Frosty Winter Look passt. Allerdings würde ich dann in dem Fall einfach ein bisschen mehr Rouge auftragen, weil sonst schaut ihr, glaube ich, nachher zu blass aus. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch und vielleicht habt ihr auch Lust, den mal nachzuschminken. Damit wünsche ich euch eine ganz schöne Advents- und Weihnachtszeit und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!